Moin, willkommen zurück zu Forza Motorsport 2. Im letzten Part hatten wir eine lange Fahrt und einen langen, sehr intensiven Part mit den Ferrari P333, der uns mal wirklich gezeigt hat, nein, so kann man kein Rennen auf jeden Fall fahren. In einem Streckenausfall, die sehr fragwürdig war und uns jedenfalls beim Legends richtig viel Kopf verbreitet hat, also Kopfzerstörung. Egal, nee, wir sind hier nicht dazu, sondern wir fahren die R2 weiter und wir fahren 6 Strecken. Die erste Strecke ist Suzuka. Ich hoffe nur, dass unser Auto deutlich kraftvoller ist, als man denkt. Wir fahren den Pagani Zonda, den LM-Variante, und wir sind letzter, vorletzter. Vorletzter. Ich bin mal sehr gespannt, wie sich der Pagani fahren wird. Hoffentlich besser als den Ferrari, den ich gefahren bin. Warte mal. Ach, das ist dieser Nissan. Ups, ich dachte schon, das wäre jetzt dieser Gruppe C Nissan. Fängt ja gut an, dass ich jetzt mehrere Leute wegkicke. Ach man, okay, machen wir ganz normal. Okay, 6 Runden lang. Ja, da muss ich die komplette Meisterschaft mitnehmen, wie immer. So. Ich muss aber vorsichtig fahren, weil die ganzen R-Klassen sind sehr zart zu berühren. Also, die können problemlos leicht beschädigt sein. Okay. Ich schaffe es aber. Lenk dich bitte ein. So, das ist machbar. Nur aufpassen, dass ich jetzt nicht von ihm erwischt werde, vom Ferrari. Also den Ferrari meine ich, meine nicht den letzten Ferrari, den ich gefahren bin. Die Corvette, oh, die Corvette fährt. Die fährt sogar R2. Oh, die fährt R2. Ich hätte ehrlich gesagt nicht damit gerechnet. Und da ist ein Pixelfehler bei mir. Aber der Pagani hat offenbar den ersten Lackpixelfehler. Das ist nicht cool. Hahaha, ha, ha, sehr witzig, Leute. Diesmal war ich nicht der Schuldige, nur mal sagen. In 6 Runden waren wir hier. Pagani, das erste Argument, der fährt sich auf jeden Fall normal. Fährt sich jetzt auf jeden Fall nicht sehr kompliziert und fährt sich im Verhältnis zu dem, was ich in letzten Part gefahren bin, ein bisschen plastisch. Was gut ist. Aber dieser Pixelfehler da drinnen, der nervt mich irgendwie. Muss ja leider ignorieren, das ist leider der typische Fehler, der leider in diesem Auto jetzt existiert. Das ist ein Bug, der sozusagen hier vieles vernichtet hat. Ja, vieles vernichtet hat, ja klar. Nein, das ist ein Bug, der unschön ist für dieses Auto. Deswegen achtet nicht auf den unteren Teil des Autos. Betrachtet das als besonderes Feature für das Auto. Ja, der Pagani fährt an sich gut. Hab keine großen Einwände. Aber das ist auch die ältere Variante des Zonders. Es ist nicht direkt die später gekommen ist, die Zonda, die LM-Variante. Das merkt man auch schon in Rücklichtstadt, dass sie ein bisschen älter ist. So, das war knapp. Und die Gegner sind sehr gut sogar, die halten sogar sehr gut mit. Pagani, hey, du hast mich sehr überrascht. Aber ich glaube unwahrscheinlich, dass die Pagani sehr gut driften können. Also, die können zwar driften, wenn du sie falsch ansetzt, aber an sich, wenn Pagani Rennautos baut, dann sind die auch wirklich gut grip-lastig. Das merkt man auch schon bereits beim Zonda R. Das ist wirklich ein massives Rennauto gewesen, der Zonda R, den Pagani mal aufgestellt hatte. Ich würde den ehrlich gesagt auch bis heute noch respektieren.
und ist bis heute auch sogar irre laut. So ein Fahrgefühl, das habe ich schon seit langem nicht mehr erlebt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe nichts dagegen, wenn ich das jetzt öfters mache, dieses Fahrgefühl. Und nicht so im letzten Part, wo man sagt, nee, du darfst das Auto nicht upgraden. Ha, 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 sehr witzig. Oh nein, das war ein Fehler von mir. Sekunden. Nicht schlecht. Obwohl ich diesen Fehler gemacht habe, mache ich auf jeden Fall sehr gute Abschnitte. Gut. Aber das Auto macht auch wirklich Spaß. Also, dieses Auto macht auf jeden Fall Spaß. Ja, dieser Fehler ist von mir nebenbei angemerkt. Tut mir leid, wie viel fährst du maximal? 300? Ernsthaft? Das Auto ist bis 300 ge... Okay, ich sag dazu nichts mehr, denn die vorigen Klasse können sogar bis 320 fahren. Ich weiß nicht, warum das jetzt ein Auto von 300 km gesperrt ist. Ja, ein Fehler von mir, das ist nicht gut. Das Fahrverhalten muss ich besser einschätzen. Auch von mir ein Fehler. Die Korvette ist aber auch sehr gut. Die fährt auf jeden Fall sehr gut mit. Wollte ich mal ein schönes Thema jetzt mal Bescheid sagen. Nämlich, es geht um das Thema Bewertung der Need for Speed Reihe. Das haben selten Leute mal so freiwillig mal erzählt, aber
Need for Speed allgemein, die Spielereihe, die ist dafür bekannt für Arcade Racing, Cops vs. Racer manchmal und manchmal auch Racer Tuning. Solche Faktoren, das hat es manchmal auch das Spiel so bekannt gemacht. Aber man muss dazu sagen, der letzte Teil Need for Speed Unbound hat mich eher kalt liegen lassen. Warum? Zunächst einmal war auch das Problem mit dem Publisher EA, der hat auch immer keinen Bock, ein richtiges Entwicklerstudio speziell für Need for Speed wieder zu machen, nicht so wie bei Ghost Games. Ghost Games, gut, die hatten mal zwischendurch mal Kritikpunkte geerntet, aber Heat war, glaube ich, das einzige Spiel, was sie wenigstens in Ordnung gebracht haben, weshalb ich deswegen auch Heat sozusagen im Herzen geschlossen habe und eigentlich auch sogar bemerkt habe, dass es sogar ein gutes Spiel ist. Ne? Aber allgemein, Unbound hingegen ist einfach nur versucht, ein kleiner Facelift zu Heat zu werden. Und hat nur ein bisschen was da gemacht, aber ansonsten der Rest ist, ja, ich sag mal so, Story kannst du ruhig in der Tonne werfen, das sah überhaupt nicht gut aus und das Szenario dahinter oder das Setting sieht irgendwie auch ein bisschen unpassend aus. Also es ist so wie TikTok und so Quatsch. Ich habe generell auch dieses Thema mit, dass diese Avatare diese speziellen GIFs-Animationen danach machen, nach dem Gewinn oder so, habe ich auch immer wieder so Probleme. Weil, wäre das noch einem Rollenspiel oder JRPG oder solche Spiele, habe ich ja nichts dagegen. Das ist ja an sich noch lebendig, aber dass man jetzt nicht bei jedem Spiel dieses verdammte Feature wie bei Fortnite macht, das ist auch behämmert. Aber das braucht kein Mensch, wirklich. Ich werde es jetzt wirklich ernst. Ich meine, ich will jetzt auch nicht direkt in meinem Avatar zeigen, ey, guck mal, ich bin jetzt reich, spalte jetzt mit Geld herum oder so, so behämmert. Muss ich leider sagen, also es ist nicht gut gewesen. So, das Thema mit Cops, das war auch bei Unbound auch leider das Problem, was die Entwickler leider nicht gut gemacht haben, dass die Cops zu nervig waren. Also die Cops haben sie eine Sache besser gemacht, du konntest sie wenigstens rammen. Das war's. Das war's. Der Rest, die Cops sind dumm, also sind wirklich dümmer gemacht. Es macht absolut gar keinen Spaß, weil sie sehr lästig sind, die kriegen wirklich über die Jahre kleben, also sie sind nicht so spaßig wie bei Heat, wo man noch versucht hat, Cops taktisch oder so wenigstens loszuwerden, sondern hier sind sie wirklich nervig, also wird so gesagt, okay, ich möchte jetzt aber irgendwann mal loswerden. So wie bei Rockstar Games Polizeiautos, die waren auch nicht gerade die spaßigen Polizeigesellen, weil die hatten wirklich gar keinen Spaß gemacht. So. Und ja, Unbound hingegen hatte das Thema Verfolgungsjagd auch nicht viel besser. Vor allem gab es keine Rhinos mehr. Dafür gibt es große Pickups als Ersatz. Hab zwar nichts dagegen, aber naja, könnte man ein bisschen verbessern. Ich glaube, das ist sehr gut. Ja, das Tuning ist, naja, es ist typisch Need for Speed. Es geht. Hab jetzt, als ich das Unterschied gemerkt habe, keinen großen Mehrwertunterschied gemerkt. Da wurden ein paar Dinge verbessert, da gibt es zum Beispiel mehr detaillierte Lackierungen, so dass man verändern kann, die Lichter und so. Ja, grundlegend größtenteils ist es noch von Heat sozusagen, also an sich ja kein großes Problem, das Tuning. Ich finde das mit den abnehmbaren Teilen irgendwie behämmert, also ich mag das überhaupt gar nicht. So. Achso, wir haben das Mann schon zu Ende. Wow, hab viel geredet. So. Okay. Ja. Oh, 5000 dafür Schaden. Und dieses Auto dafür. Und wir kriegen dafür eine Schwungscheibe vom Quarmaster. 10% Rabatt. Als nächstes geht's zu Sunset Pizza. Oh, die Strecke haben wir schon seit langem nicht mehr gefahren. Die Strecke geht, die geht. Die geht auf jeden Fall. Dazu die Need for Speed erkenne ich gar nicht noch kurz. Ja. Ja, das Tuning ist an sich, wie schon gesagt, es geht. Die Effekte, es passt auch zum Setting. Ich habe ja nichts gegen den Effekt oder so. Es geht an sich, dieses komische Cartoon-Setting. Aber mehr haben sie diesen Mehrwert nicht und außerdem gibt es Probleme,
diese Effekte da gemacht haben, was die meisten Leute kritisiert haben. Danke, Covid. Acht Runden. Okay, Neustart. Danke, dass die Corvette mir kurz mal den Dolch hinter dem Rücken geschlagen hat. So, interessiert mich nicht. So. Wow! Die Corvette ist aber auch wirklich schlimm. Nee, also 10 Need for Speed allgemein am Bauen hat mir auch das Setting mit der Stadt nicht so stark gefallen, weil Heat war noch ein bisschen bunter, ging es ja noch, weil es dieses Miami-Setting noch hatte, aber da ging es ja. Beim Mountain ging es mehr auf Richtung Chicago und so ein Quatsch. Und naja, so sehr ich das Entwicklerstudio jetzt nicht hassen würde, aber das hätte man auch ein bisschen mehr daraus machen können. Die gute Nachricht ist, die Stadt wirkt wenigstens noch lebendiger. Ist auch eine gute Sache. Acht Runden, na ja, gut. Die Strecke ist auch nicht dafür groß bekannt, lang zu sein. Ja, und was noch, ja, die Rennevents, das sind typisch Rennen, von A nach B, Rundenrennen, glaube ich, und diese speziellen Drift-Events, aber ansonsten war es das. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also es gibt leider ein bisschen bei mir so eine Enttäuschung, das Spiel ist relativ kürzer von der Kampagne sogar, die Story ist sogar unlogisch. Wie ich finde, bei Heat ging es ja noch, aber hier ist es doch relativ unlogisch. Ich habe irgendwie die Charaktere von dem irgendwie nicht verstanden. Ich habe das nicht verstanden. Also das komplette Spiel habe ich irgendwie gar nicht kapiert. Muss ich leider sagen. Eine Sache, die ich positiv finde, ist das Auto liefern. Was ich auf jeden Fall sehr interessant gefunden habe. Aber die Crashcam haben sie unnötigerweise reingebracht, was ich nicht schön finde. Was haben die noch nicht gut gemacht? Sie haben den Multiplayer mit und den Singleplayer so getrennt, dass es jetzt so eigenständig ist. Es ist zwar altmodisch, diese Idee, aber das war bei Heat auch besser gelöst. Ja, also auch das Szenario mit der Garage war irgendwie bei Heat besser gemacht. Und das Wettsystem ist unnötig, glaube ich. Und ach ja, und du musst richtig viel Geld grinden. Was ich als Need for Speed-Spieler schon seit dem Underground-Titel schon seit langem nicht mehr Spiele gesehen habe, wo man richtig viel Geld grindet. Finde ich das cool? Nein. Ich finde es nicht cool. Würde ich es auch nicht. Ah, aber gar nicht, überrascht mich. Richtig gut. Ja, ansonsten muss ich auch noch erwähnen, dass die gesamte Spielwelt auch ein bisschen... Naja, also sie sah auf jeden Fall nicht besser designt, sie sah auf jeden Fall ein bisschen langweiliger designt, weil das Problem ist, drei Viertel der Aussichtsidee und diese Punkte, diese Kartenstruktur basiert auf Heat sogar auch noch. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, nee, Heat ging es ja, da habe ich die Kartenstruktur nicht gehasst, da ging es ja, ich habe immer wieder so Touren gefahren, habe mir wieder ein paar Sammelwaren gemacht und es ging.
Bei einem Bounty hingegen haben sie es nicht gerade gut gemacht, das muss ich leider sagen. Ach ja, auch eine Sache, die mich richtig nervt, ist das Thema das Verhandling. Heat haben sie die Verhandling wenigstens hinbekommen. Da habe ich auch keine Probleme damit. Ich fahre auch ständig damit. Das Driften ist irgendwie fragwürdig. Aber ansonsten ist der Rest, naja, vom Repending recht gut. Bei Unbounty hingegen haben sie das Handling sehr komisch gemacht, muss ich tatsächlich sagen. Da haben sie wieder mal sehr nerviges daneben Zeug gemacht. Ja, leider muss ich aber ganz ehrlich sagen, dass es nie was wir an Bord nicht so gut geklappt hat. Das Life Circle war nicht gut. Was die Inhalte, die zusätzlich gekommen sind, das war das, sagen wir einfach so. Heat hatte noch ein paar Dinge, wo man sagt, okay, es geht, dass man dafür Geld bezahlt. Außer bei einem Auto, aber es geht an sich. Der Rest muss ich ganz ehrlich sagen, war leider nicht dazu gekommen. Also ursprünglich wurde bei Heat sogar mehr geplant, was zu machen. Kam leider nicht. Was ich irgendwie sehr traurig finde. Und ich selber habe das irgendwie sehr traurig gefunden, als sie gesagt haben, dass sie den Support von Heat einfach geschnitten haben. Wo ich das ehrlich gesagt nicht zustimmen würde, wenn ich jetzt einen Publisher wäre. Und ja, bei Unbound war es auch nicht viel besser, es war sogar schlechter, wie ich finde. Da haben sie sogar Packs rausgepackt oder Dinge rausgepackt, die kein Mensch jemals unterstützen würde. Vor allem die Legendenautos. Dafür musst du wirklich die DLC-Geld zahlen, nur damit du die Legendenautos fahren solltest. Und das, obwohl du bei Heat kostenlos gefahren wärst, was irgendwie gar keinen Sinn macht. Aber hey, wir reden von EA, dem Publisher, der alles Mögliche zerstört, vor allem mit Entscheidungen, die gar keinen Sinn machen. So wie diese Entscheidung, dass die Hauptcore-Entwickler von Criterion Games einfach, ja, zu Battlefield geworden sind. Ich meine ja nur, Need for Speed hat eine richtig große Fanbase um den Genre und ich glaube unwahrscheinlich, dass Battlefield größer sein würde. Vor allem nicht, dass Call of Duty sogar noch größere Fanbase hat als Battlefield. Ich bin ja sowieso keiner von den beiden ein Shooter-Fan oder so, aber ich sag mal so, nach diesem Debakel von Battlefield 2048 war es auch sehr lächerlich. Weil sie haben die Hauptentwickler von Criterion Games einfach abgeschoben, haben für das Spiel entwickelt und supportet und was ist passiert? Das Spiel kam nicht gut an und das Spiel Need for Speed wurde eingefroren. Und was hat die EA als Racheakt gemacht? Richtig, sie haben die Hauptentwickler weggeschoben. Ist das gut? Nein. Dadurch kann man ruhig träumen, dass überhaupt ein neuer Need for Speed Teil überhaupt kommt. Weil das ist nicht nur schade, das ist allgemein auch total ärgerlich. Wenn man bedenkt, dass vieles organisiert wurde und vieles durchoperiert wurde, damit ein Studio entsteht, damit ein Need for Speed Unbound wenigstens entwickelt wird. Und dann passiert sowas. Kann ich selber als Need for Speed Fan nicht verstehen. So. Wäre ich zum Beispiel ein Need for Speed Entwickler oder so, werde ich auf jeden Fall als erstes was machen? Genau, ich werde die grundlegenden Grundwurzel von Need for Speed wieder zurückholen. Nämlich Hot Pursuit. Und zwar ein richtig neues Hot Pursuit Teil. Weil das ist das grundlegende Rezeptur, was eigentlich jetzt aktuell bei den Rennspieljoren nichts falsch machst. Du hast Autos, du hast Supersportwagen. Du hast Cops-Verfolgungsjagd. Mehr nicht. Du brauchst kein aktuelles, nachgetreues Tuning oder so. Wenn ihr Tuning haben möchtest, kannst du auch von mir aus andere Spiele angucken, wie zum Beispiel Indie oder sowas sind. Mittlerweile sind selbst Indie-Entwickler haben mehr Tuning als die, das ist traurigerweise zu erwähnen, aber selbst mehr als Need for Speed Unbound. Und das ist sehr traurig, weil man muss dazu sagen,
Need for Speed Underground 2 zum Beispiel war dafür bekannt, dass es richtig viel Tuning hatte. Aber es ist leider ein Racer-Tuning. Deswegen war für mich sozusagen eine Kategorie ein bisschen unter. Habe es immer wieder manchmal zwischendurch durchgespielt. Es war einer meiner Kindheitsspiele, aber wenn ich mal die Konkurrenz wie Midnight Club, Tokyo Extreme Racer und Co. angucke, dann würde ich auf jeden Fall einen Pokal in Midnight Club oder Tokyo Extreme Racer geben, weil Underground 2 war für mich eher ein Racer-Spiel. Und es war sehr anstrengendes Racer-Spiel, wenn ich mal denken muss, meine Meinung. Most Wanted hat es aber besser gemacht. Hat wieder Cops eingefügt, Supersportwagen, aber dafür schöneres Tuning, ja. Ein Bodykit, was wirklich schöner aussieht und nicht hässliche Kits wie bei Underground 2, die hässlich aussahen, die das Auto vermasseln. Hier werde ich sogar selbst noch ein Zusatzvideo machen. Hier muss ich leider ein Zusatzvideo, aber hier wird es glaube ich nicht so lang sein, das Zusatzvideo. Ja, also Underground 2 war für mich ein weißes Spiel. Es war ein gutes Spiel, aber es war nicht das beste Need for Speed. Most Wanted ist und bleibt einer der besten Spiele. Und es wird, glaube ich, auch nicht so einfach abgehängt, es sei denn, die Entwickler entwickeln so Ähnliches in der Richtung, dass man so Blacklist hat, dass du gegen die Cops kommst. Und das ist so eine Sache. Heat wollte auch in solche Richtung gehen, dass du auch so gegen Cops bist, dass du dieses Heat-Level hast, dass du gegen diese Cops fährst. Das war auch so ein besonderes, schönes Feature. Und zwar gehst du in der Nacht wieder runter, wenn du zum Beispiel jetzt die Nacht verlässt und wieder zurück zur Garage fährst. Aber es war einfach besonders und ich mochte das Feature. Das Heat-Level von Unbound war aber witzig. So. Geschafft. Ja, das Rennen lief auf jeden Fall besser als bei Suzuka. Geht. Gut gemacht, Pagani. Ich bin stolz auf dich. Null Schaden. 58.000. Nicht schlecht. Nächstes Level. Ja, von... Ah. Antrieb und Übersetzung von AMG sogar. Stimmt, da wurde das mal sogar angedeutet. Als nächstes geht's zu Mugello. So. Der hat Schaden verursacht. Was hat der Salim da für ein Problem da angestellt? Es ist auch witzig, was die KI da gerade angestellt hat. Genau, als erstes, was macht man? Genau, den vorderen Fahrer mal wegfahren. 7 Runden. Ist die Strecke wirklich so gut? Ah, das ist die lange Strecke. Naja, was soll's, wir haben es mal versucht. Aber ich find's jetzt gerade sehr witzig mit dem Salim. Oh, ich kann leider nicht mehr. Einfach den Nissan R390 weggeschlagen. Ich habe schon bereits manchmal KI-Fehler gesehen in dem Spiel, aber das war wirklich einer der besten. Direkt im Start, ja, komm, lass mal wegkommen. Oh Mann. Ich werde gleich mal spazieren mit diesem Auto. Aber ganz ehrlich, das Rennen ist auf jeden Fall deutlich kürzer als das, was wir gefahren sind bei dem letzten Rennen. Ja, so Need for Speed, wie schon gesagt, ein neues Hot Pursuit oder neues Porsche Unleashed habe ich nichts dagegen, weil das war wirklich auch eine
besten Spiele, die man niemals holen würde. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch nichts dagegen, wenn man ein altes Let's Play zu den alten Need for Speed Spielen machen würde. Und zwar nicht, und zwar vor dem Underground-Ära. Hab nichts dagegen, wirklich. So. Ja, der Pagani macht seine Arbeit. Bin auf jeden Fall mehr zufrieden als beim den alten Ferrari im letzten Part. Apropos AMG, ihr habt es auch ein bisschen sicherlich bemerkt, dass der Sponsor für dieses Auto AMG-Teile hat. Und falls euch wundert, der Motor des Pagani, das ist ein V12-Motor von AMG getuned. Also das ist ein umgebauter Mercedes-Motor von AMG und Pagani hat den speziell übernommen und fährt damit sozusagen immer wieder bei manchen Autos. Und diese Motoren sind bis heute sehr speziell, sagen wir einfach so. Ah, ich habe vergessen, Subway zu machen. Mach ich mal jetzt schnell. So. So. Gehen wir jetzt hier runter. So, dann gehen wir hier. Das Foto sieht ein bisschen schön aus. So. Zack, das Foto sieht doch gut aus. So. So. Ich sag mal so, der Part wird auf jeden Fall kürzer sein als der letzte Part. Der letzte Part war auf jeden Fall immens unnötig lang. Vor allem die Strecken waren auch unnötigerweise sehr, sagen wir einfach so, bedingt in die Länge gezogen, denke ich gerade. Bei diesem Rennen bin ich wenigstens entspannter, da kann ich wenigstens kommunizieren. Das war im letzten Part sehr stressig. Das war auch von mir auch eine schlechte Fahrweise, muss ich ganz ehrlich sagen. Naja, es war jetzt nicht die beste Zeit, aber es geht von der Zeit. Naja. Ich mal sage ich mal, was ich für die ersten Ausdauerrennen für Autos fahre, also was ich da einsetzen werde. Für die weiß ich genau, was ich da einsetzen werde, habe ich mir was zum Gedanken gemacht. Da werde ich leider nicht den Saab einsetzen, den ich am Anfang gefahren bin, sondern da werde ich mal Spezielles einsetzen. Und
hier. Verwundert, dass ich bei diesem speziellen Auto kein Problem damit habe. Gut gemacht, Pagani. Du machst deine Arbeit sehr gut. Das ist die dritte Strecke und wir sind sehr gut in der Zeit. Ich weiß ja selber, dass ich noch einen Zusatzpart einpacken werde. Aber das da ist wirklich relativ noch kurz im Verhältnis zu denen. Die R2-Klasse ist wirklich entspannt. Es gibt zwar manchmal diese komischen Fälle, die jetzt passiert sind, aber wenn man jetzt damit fährt, ist es wirklich sehr entspannt dagegen. So, fünfte Runde. Ja, 11,06 Sekunden, sehr entspanntes Fahren hier mit dem Auto. Falls ihr fragt, nein, ich werde die Schwierigkeit jetzt nicht mehr einstellen, leider. Also wir sind jetzt so angekommen, dass wir jetzt die Schwierigkeit jetzt auf Stufe einfach leider lassen. Ich würde das sehr traurig, aber wir müssen das leider so machen, sonst wird das sehr, sehr stressig. Außerdem macht es für mich ja sowieso keinen Unterschied, weil ich sowieso jetzt richtig viel Geld, Ingame-Geld habe. Ah, neue Bestzeit. Mann.
Ja, das Rennen ist jetzt nicht gerade die Besonderheit schlechthin. Das ist einfach ein einfaches Rennen, das kann man einfach fahren. Das muss man jetzt nicht unbedingt vieles speziell äußern lassen. Und das ist deutlich machbar als das, als die letzte Meisterschaft. Die letzte Meisterschaft war ein Horror. Wie mit dem Ferrari, letzten Part. Da habe ich auch nicht wirklich viel geredet und nicht wirklich viel geäußert, aber ihr wisst schon, wenn man konzentrieren muss, muss man sich auch viel konzentrieren. So. Geschafft. Immerhin, Geld. Yay, Level 3. Wir haben Federung von Motoren bekommen. 10% Rabatt, wir machen. So, die vierte Strecke ist Sebring. Naja, Sebring eben. Was soll man da bitte erwarten? Gut, der englische Start ist jetzt nicht gerade das Beste, aber immerhin. Ey, der arme Nissan, ey, der wird sich irgendwann bei Salih beschweren, dass der sich ständig hinter seinem Heck schlägt. Das ist, ich werde mal Mitleid mit dem Nissan haben, irgendwann mal, wenn er so weitermacht. 6 Runden, na gut, es geht. Mit Sebring kannst du auch nicht wirklich vieles falsch machen mit dieser Strecke. Aber es macht allgemein jetzt wieder mehr Spaß als im letzten Part. Das ist ja knapp, ich habe nur eine Pylone mitgenommen. Wäre das jetzt bei Kaffeepause bei Gran Turismo 4, wäre das jetzt auch schlimm. Wäre es schon längst durchgefallen. Wer wird gewinnen? Der heiße Copen oder eine Pylone? Aber Pagani macht richtig gut seine Arbeit. So. So. Oh, das war eine richtig harte Kurve gerade. Ah! Jetzt habe ich die Kurve verloren. Das ist nicht gut. ...2,04 Sekunden. Machen. Diese eine Runde. Ja, gut. Ich werde irgendwie besser fahren, hoffentlich. So. Aber 6 Sekunden sind wirklich machbar allgemein in dieser Strecke. Das ist selbst für eine vierte Strecke sehr machbar. Das habe ich immer wieder öfters mal gesagt und immer wieder betont, aber diese Meisterschaft ist deutlich einfacher als die letzte. Ich weiß nicht, warum die letzte schwerer war als die hier. Naja, mal gucken. Ich meine, warum überlegt sich überhaupt schon allgemein so eine Herausforderung, die vorher schwerer war als die spätere, die leichter war. Hat mich auch irgendwie gewundert. Das war bei Gran Turismo anders. Bei Gran Turismo steigert das jedes Mal pro Level. Oder pro
je nachdem wo du bist, steigert sich das außerdem auch noch, wenn du mehr füllst. Aber das ist hier irgendwie sehr komisch, dieses komische, das ist irgendwie sehr komisch hier. Nach 7 Sekunden. Ah, das haben wir auf jeden Fall ordentlich eine bessere Rundenzeit gemacht. Haben wir auf jeden Fall bessere Rundenzeit gemacht und die Strecke ist deutlich einfacher als Mugello. Sebring eben. Eine Sardine eben. Das klingt also nur mal so angemerkt. Der Name Sebring, ich weiß, es soll ein Ortschaft und Streckennamen oder sowas sein. Aber es klingt eher, als würde man eine Sardinenverpackungsfirma haben, die extra Sardinen herstellt. Solche Sardinenbüchsen. Das klingt einfach so, dieser Name. Der klingt irgendwie nicht nach einer Strecke, der klingt irgendwie nach einer Sardinenmarke. Die man jedes Mal abends aufmacht und isst. Ah, jetzt habe ich den krass mitgenommen. Nein, jetzt habe ich Pylonen mitgenommen. Toll, jetzt fliegen die Pylonen herum. So. So, was ist diese gerade habe ich sogar genug Zeit, bis ein bisschen mich an mir ranzukratzen. Also Stellen, die kratzen. Ihr wisst schon. Gut, ihr braucht das jetzt nicht direkt zu hören oder zu wissen. So. Klappbremsen. Sekunden. Stand da 13,46 Sekunden oder was stand da? Ich habe das jetzt nicht ganz genau gesehen. Auf jeden Fall kriegen wir. Wir kriegen sehr. Ey, das ist wirklich deutlich einfacher, diese Meisterschaft. Das ist wirklich cool. Und ich finde es recht gut, dass sie einfacher ist. Sollte es auch so sein. Die R2-Klasse ist okay zu fahren. Die ist in Ordnung. Das sind die Pylonen, die rumgeflogen sind, als ich hier diesen, sagen wir einfach, aus der Strecke rausgekommen bin. Was nicht falsch ist. Nächste Pylone mitgenommen. Warum auch nicht? Können ja auch andere Pylonen mitnehmen. Die armen Pylonen haben eh nichts anderes zu tun, außer nur im Weg zu stehen. Ah, 2,2 Sekunden verspätet, aber es geht. Fünfte Runde jetzt.
Das war ein Fehler von mir, ich habe das krass angefasst. Upsi, Entschuldigung. Also mein Eindruck zum Pagani, der ist ein wirklich gutes Auto. Das ist wirklich ein gutes Auto zu fahren. Der hat mich jetzt wirklich nicht enttäuscht oder so. Er war zwar am Anfang komisch zu fahren, aber an sich, wenn man über die Zeit weiß, wie man fährt, dann fährt er sich sehr gut. Das ist nicht das beste Handlingsauto, was ich jemals im Spiel gefahren bin, aber es ist einer der besten. Gucken wir es so aus. Der fährt sich auf jeden Fall gut. Bin außerdem auch nicht vom Wagen oder so enttäuscht. So. Die Bremsen packen deutlich sehr gut an, was ich irgendwie auch hoffe, dass es so weiter bleibt. So, letzte Runde für diese Strecke. Dann geht's zum nächsten Rennen. Na, kann ich dann später anfangen, eine neue Aufnahme zu machen dafür. Und dann ist ja gemerkt, wie das jetzt abläuft. Ich rede nicht das Datum. 24,9 Sekunden. Als hätte ich jetzt gerade einen Tag vorgelesen. Oh Gott, das Auto ist sehr, sehr dreckig. Oh, weg von den Reifen. Da musst du nicht hin. Okay, dieses Rennen haben wir auch hinter uns. Sehr gut. Der Corvette-Fahrer ist immer noch hinter uns. Das ist auf jeden Fall sehr möglich. Dieses Auto-Level. Und wir bekommen 10% Rabatt auf Tanks, also Einspritzanlage vom Magneti Marelli. Hey! Die bekannte Firma, die Einspritzanlagen dem Bosch herstellt. Maple Valley ist als nächstes, okay. Hoffentlich ist es einfach zu fahren, obwohl Maple Valley ist einfach zu fahren. Vor allem, wenn man jetzt geradeaus fährt. Acht Runden. Gut, die Strecke ist nicht so groß. Oh, er hat also seine Lektion gelernt, dass er den armen Nissan in Ruhe lässt. Gut gemacht. Ich muss mal auf die Zeit aber achten, dass ich jetzt nicht alles übersehe mit der Zeit.
Ja, auch die Strecke ist machbar mit diesem Auto. Also allgemein, oh, allgemein. Das Auto hat mich jetzt nicht wirklich viel unter Druck oder Stress gemacht. Das ist auf jeden Fall ein richtig gutes Auto zu fahren. So, zweite Runde. Schräg ist auch relativ, also ich habe mich irgendwie gewundert, warum das letzte Rennen bzw. die letzten Meisterschaften deutlich länger waren, als ich mir gedacht habe. Aber diesmal ist es deutlich kürzer. Aber diesmal sind die Gegner deutlich näher dran, als ich mir gedacht habe. Sekunden. Oh, das wird knapp. Und schon die dritte Runde. Wir haben auf jeden Fall sehr gut die Zeit eingeholt. Ich würde so weit sein mit dem, dass ich die Zeit schon wieder unterbrechen muss. Ah, sie gekürzt, das ist schlimm. Ich muss aber auch irgendwie auf den Timer achten, dass ich jetzt nicht den Timer überspringe und dann auf einmal merke, dass ich jetzt gegen die Zeit bin. Ich muss auf jeden Fall eine Stelle suchen, wo ich... Machen wir hier. Ja, wir sehen uns gleich später wieder, nachdem ich den kurz mal die Zeit eingehalten habe. Okay. So, da bin ich jetzt wieder. Habe jetzt die Zeit besser eingehalten. So, dann können wir jetzt weiterfahren. War ein bisschen sehr komisch jetzt gerade, aber... Hoffentlich kriegen wir den Part wenigstens heute online. Der letzte Part hat sich etwas verspätet, aber hingegen können wir es, glaube ich, problemlos hinkriegen. So, vierte Runde. 9,5 Sekunden. So.
So, die fünfte Runde. Ja, Maple Valley, eine einfache Strecke. Muss man auch dazu erwähnen, dass die ganzen Strecken hier, also Maple Valley war ja schon seit lange mal wieder weg gewesen. Der letzte Mal war ja bei Forza Motorsport 4. Dann kam es wieder beim siebten Teil wieder rein und jetzt beim aktuellen Forza Motorsport. Aber zumindest denke ich das. Nicht, dass es jetzt schon wieder was anderes ist. So. Ah, das war knapp, aber wir haben auf jeden Fall fast die Bestzeit geschafft bei dieser Strecke. Komma 6 Sekunden Vorsprung. Naja, es geht. Boah, das ist ja knapp. So. Gas runterlassen, dann schafft man das. Wie schnell das Auto über die Runden durchfliegt, das ist wirklich atemberaubend. Also der Pagani Zonda LM ist wirklich gut. Warum sage ich LM? Weil das ist kein R, sondern das ist allgemein eine spezielle Variante des Zonda, aber der früheren Zondas. Nicht die später gekommen sind. Die später gekommen sind, sind indirekt der Zonda Cinque und der Zonda F. Sekunden. Nicht schlecht. ...1,28,6 Sekunden. So. In den letzten Runden, die man hier ganz normal fährt. Ansonsten fahren wir dann das letzte Rennen noch.
dann sind sie komplett fertig mit der Meisterschaft. Aber diesmal relativ sehr flott sogar auch noch. Und geschafft. Puh. Ja, das Rennen läuft. Auf jeden Fall läuft das Rennen. Das war auf jeden Fall recht gut. Zonda GR, genau. Das hieß Zonda GR. Oder Pagani Zonda GR. Und wir haben weitere Ventile, Motorblock und Nockenwellen von AMG 10% Rabatt. Okay, nett. Und als nächstes geht's zu Road Atlanta. Nee, die Strecke ist auf jeden Fall einfach machbar mit diesem Auto. Road Atlanta, Road Atlanta. 9 Runden? 4 Runden? 9 Runden? Oder 10 Runden? Ist wahrscheinlich, weil die Strecke ist auf jeden Fall relativ kürzer als die anderen. 9 Runden, okay. Der hat offenbar nicht seine Lehre gemacht. Ich bin enttäuscht von dir. Ich find's direkt wieder Schaden. Okay, wie, du machst wieder den Schaden. Ah, der hat doch gelernt. Ich glaube, ich werde mal nochmal restart. Wieder mich der Ferrari wegschiebt. Ah, okay, der Start ist kaputt. Ich muss mal leider zugeben. Oh, really? Komm, geh raus. Autsch, mein Auto. Ich hab meine Karosserie zerbeult. Ihr müsst euch schämen, Alter. Meine elegante italienische Karosserie. Aber es ist sehr eng. Ich kann leider nicht wirklich viele überholen, Alter. Hier, aber ich habe leider mit dem Schaden gerechnet. Schade. Hier muss ich leider mit Schaden blechen. Egal. Zumindest ist es kein großer Schaden. Nicht so wie beim ersten Rennen. Aber das war witzig, wo er das Auto in Flammen gestickt hat. Ich kann nicht mehr. Also Dennis, das tut mir wirklich gerade leid. Der arme Minister, Alter. Oh Gott, was haben die mit ihm nur angestellt? So, zweite Runde. Ein Vorteil für die Amerikaner hier leider. Fährt man wenigstens mehr Vorsprung. Ich habe leider ein paar Kratzer, muss man leider haben. Schade, aber naja, immerhin zumindest kein Brustbeulenschaden. Ich komme jetzt nicht mit dem Vorsprung.
Also, die Runde. Ja, das Rennen ist einfach, es ist machbar. Auch hier wiederum ganz gechillt, also die ganzen Themen, die ich jetzt reden würde, ist ja ganz normal, dass man jetzt hier ganz viel entspannter fahren kann als beim letzten Part. Der letzte Part war auch schon bereits richtig frustrierend schwer, vor allem ohne Upgrade, so ohne richtigen Grip, mit dem Autos Grip verhalten. Aber es ist einfach typisch 60er damals gewesen. Ich glaube, selbst die 60er hatten ein bisschen bessere Reifen gehabt. Ich glaube, das Spiel hat mich nur ein bisschen veräppelt. So. Naja, Pagani, Pagani. Mittlerweile versuchen die Entwickler von Pagani, beziehungsweise Pagani selber versucht, ein neues Modell rauszubringen. Es ist noch unklar, wie es noch heißen soll. Bin mal sehr gespannt, was der Nachfolger des Zonda oder Entschuldigung, Vera, weil Zonda gibt es ja schon bereits Nachfolger, den Huera. Ich meine allgemein für den Huera. Ist auch so ein legendäres Auto. Ja, also wirklich viel reden kann man jetzt nicht, außer dass man hier Schlinzinsen und Logos hier sehen würden. Wir haben schon einiges über Need for Speed Unbound und Heat-Unterschiede geredet. Ja, mehr gibt es jetzt nicht wirklich viel zu reden. Ich hoffe nur, dass das nächste Need for Speed wenigstens in Nord-Pursuit-Richtung geht, weil ich vermisse dieses Genre einfach nur Cops gegen Polizei. Rivals hatten es mal versucht, aber Rivals hat es nicht sehr gut hinbekommen mit der Performance der Frostbite Engine. Ja, sozusagen dazu gebracht, dass das gesamte Spiel immer wieder nicht gut flüssig läuft oder dass es immer wieder nur 30 FPS spielt, was nicht cool war. Und dass das Spiel leider immer wieder abstürzt. Ja, Fahrphysik ging es. Ich habe es mal zwischendurch mal in einem Spielfachmagazin mal. Erste Spielfach, ja, genau, Spielfach. Ja, ich habe es mal in einer Extroladen so als Testprobe mal angetestet. Das einzige Problem ist, man kann leider nicht im Menü rauskommen. Man ist leider in der Menükarte und das ist das Problem mit dem All-Drive-System, was ich irgendwie nicht cool gefunden habe. Das hat Need for Speed Most Wanted 2012 besser hinbekommen. Aber das Problem, was Arrivals hat, dass die kleine Fahrzeugauswahl auch nicht gerade die beste ist. Naja, in dem Zeitpunkt gab es ja noch gute Engines, bevor es komplett zerschlagen wurde. Also, ich sag mal, gekürzt wurde so. Weil eigentlich gab es ja noch das Studio, aber als Hilfsstudio für Zwischenprojekte und sowas. Ja. Ja, jetzt ist wieder QTM wieder zurück, aber auch wieder mal so komisch zerschlagen und das ist auch so eine komische E-Kack, Alter. Ich denke mir auch gerade, was ist denn mit EA denn los? Was haben die denn bitte aus der Lektion denn gelernt? Was ist das bitte für komisches Marketing-Quatsch? Zunächst einmal kann ich mir kaum vorstellen, dass Need for Speed eine unwichtige Rolle bei EA ist, weil eigentlich ist Need for Speed schon eine wichtige Rolle. Zweitens würde ich mich nicht arg wundern, wenn die ersten Leute keinen Bock darauf haben, wenn das Spiel. Wir würden mal gerne mal das Spiel
mal zerstören, indem wir den Support wieder runterkappen. Ich glaube, selbst das neue Need for Speed, also selbst wenn jetzt ein neues Need for Speed kommen würde, würden die meisten Leute wahrscheinlich das Spiel auch gar nicht mehr kaufen, selbst wenn das ein Hype generiert wird. Weil das ist leider das Traurige daran. Ich glaube, nachdem das Spiel gekauft wird, ja, keiner kauft sich das Spiel da. Und das ist leider das Traurige daran. So ähnlich so wie Titanfall. Titanfall wurde auch unterschätzt, obwohl das Spiel eigentlich ein recht guter... Ich sag's mal so, ich bin kein Shooter-Fan, aber für ein Spiel diese Cinematic, dass du mit einem Roboter zusammenkämpfst, also wirklich dieser, ich sag mal, Transformer-Robot oder so, ich weiß auch nicht, wie dieser, oder Giant, wie du mitkämpfst, ist auch so eine Idee, wie du so Klassen hast oder so futuristisch, das ist bis heute so eine schöne Idee. Das wurde leider nicht umgesetzt, was ich irgendwie sehr traurig finde. Weil es gab ja zwei Spiele von denen und das wurde leider nicht mehr weiter umgesetzt, die Idee. Und das ist sehr traurig. So. Ich habe schon einige Spiele, die sie leider umgekippt haben. Also ich habe ja schon bereits manchen Parts auch mal erwähnt, dass Blur 2 sogar umgesetzt werden sollte. Aber leider kam es nicht, weil Activision dazwischen gekommen ist. Obwohl ich nichts dagegen hätte, weil es kann sein, dass sogar Blur 2 sich besser verkaufen würde als der erste Teil. Weil man muss dazu sagen, Blur an sich hat das Konzept gehabt, nur... Die meisten Leute haben gesagt, ja komm, das wird sich nicht durchsetzen, das war komisch und so. Ja, was es aber gebraucht hätte, hätte es auch direkt ein Sequel, damit die Leute sagen, okay, interessant, dieses Spiel ist interessant. Das hätte wirklich dem Spiel sogar gut gebracht, wirklich ein Nachfolger für das Spiel, mit mehr Strecken, mit unterschiedlichen Optionen. Dann wäre das Spiel sogar weiter gewachsen, aber nein, Activision muss es zumachen. Ähnlich wie Split Second, Split Second 2 sollte auch kommen. Kam allerdings leider nicht. Wurde auch zwischendurch zugemacht von Disney Interactive. Und das ist bis heute für mich immer noch unverzeihlich, was Disney da abgezogen hatte. Ich warte auch auf ein neues Switch Racer. Hat Namco bis heute immer noch nicht angekündigt, obwohl da nichts gesagt wurde, dass ein Studio oder so zugemacht wurde. Also Namco hat schon ordentlich viele Entwickler und viele Nebenstudien, die neben Studio, die sich um das Spiel kümmern können sogar. Es kann sein, dass Namco vielleicht doch überraschenderweise an einem Spiel arbeitet. My Ace Combat zum Beispiel wird ja noch weitergemacht. Es wurde sogar bestätigt von Project Aces, dass Ace Combat 8 sogar kommen wird und auf der Unreal Engine 5 basieren sollte. Weil der Erfolg von Ace Combat 7, der war schon genial. Also der siebte Teil war schon genial gemacht. Hat die größte Flugzeugauswahl, hatte eine schöne Cinematik gehabt. Das einzige, was ich kritisiert hatte, war die Turbinen-Sounds. Die sind wirklich zu leise für ein Flugzeug. Also wenn ich mal Ace Combat 3, den PlayStation 1, diese mal vergleiche, da wirken die Turbinen-Sounds im ersten Teil, im dritten Teil schon sehr realistisch umgesetzt. Ja. Es gibt schon einige Spiele, wo man sie vermisst hat. Tokyo Extreme Racer zum Beispiel war auch an der Fall leider, aber das war auch wegen dem Druck, der entstanden ist. Normalerweise ist es ja so, dass die Entwickler von Genki und allgemein, die Spiele rausgebracht haben, Tokyo Extreme Racer und allgemein die Shotoku Battle Reihe, recht robuste oder allgemein gute Spiele sind. Selbst die Japaner, selbst wenn das jetzt nicht so einen guten Verkauf hätte, würden die trotzdem mal weiteres Spiel machen. Interessiert das nicht. So, wir sind fertig. Ich hab das jetzt erst gemerkt. Wir haben jetzt Krise. Ah, interessant. Wir sind komplett Erster und somit haben wir komplett gewonnen. Ja, ein bisschen. Pff, ist ja gerade mal nichts dagegen. Ja, maximales Auto-Level. Haben kein neues Level, aber das interessiert mich jetzt nicht.
Yay, wir haben die R2 World Trophy geschafft. Und wir haben die 1998er Ferrari 12 Risiko Position F333 SP. Und wir haben 126.000 dafür bekommen. Korrekt. Oh. Den Ferrari meinten die. Ah. Okay, ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet. Ja, und wie ihr seht, wir können leider hier nicht teilnehmen, weil wir noch nicht Level 50 sind. Das heißt, wir werden im nächsten Part die ersten Endurance Races machen. Und ich weiß schon, welches Auto ich nehmen würde. Dieses Auto. Aber noch nicht jetzt. Okay. Wir werden uns im nächsten Part sehen. Also, Leute, tschüss.